Also, mein Name ist Frank Rost. Und ich wurde hier gezwungen, meine Traumelf aufzuschreiben. Fange ich mal an. Also, unabhängig von Person, das mache ich bei meinen Frauen, die ich gerade trainiere, auch. Die müssen nochmal auf einer anderen Position spielen. Also, ich fange mal an mit René Müller. Mit dem bin ich groß geworden. War Nationaltorhüter der DDR, hat bei Lok Leipzig gespielt. Sehr guter Fußballer, sehr guter Torhüter. Hat, glaube ich, mit die beste Technik gehabt, die ich persönlich kennengelernt habe bei einem Torhüter. Und sicherlich für mich auf dieser Position Ausnahmespieler. Dann wird es schwierig in der Abwehr. Da tummeln sich einige, mit denen ich zusammen gespielt habe. Zumindest die als Trainer gehabt habe. Da würde ich mal ganz hinten hinstellen: Dixi Dörner. Der kann auch links spielen, das ist egal, wo er spielt. Genialer Fußballer zu DDR-Zeiten gewesen. Der Beckenbauer des Ostens. Ich hatte ihn als Trainer in Bremen. Da war er beim Training, wenn er mitgespielt hat, immer der beste Spieler. Also phänomenaler Fußballer. Und ja, deshalb da der Platz. Zweiter in der Reihe ist, wir tun mal Rulli auf die andere Seite setzen. César. Bei dem ist es auch egal, wo er spielt. Rulio ist ja bekannt seiner Zeit in Dortmund. Ich hatte die Ehre, mit ihm in Bremen zusammenzuspielen. Finde ich einen absolut genialen Verteidiger, der vor allen Dingen auch in der Offensive was machen kann und hat einen Wahnsinnskörper gehabt und Kopfballspiel, Schnelligkeit, das war schon phänomenal. Also, und als Mensch sicherlich eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Dann darf nicht fehlen. Der spielt mal auf der Seite, obwohl er mehr innen gespielt hat. Brazet, ein Mann, der unwahrscheinlich schnell war, der aus dem Stand irgendwie 1,80 hochgesprungen ist. Also, kleine Geschichte, wir sind mal unten durch die Leichtathletikhalle gegangen. Da war irgendwie 1,80 für die Leichtathleten aufgelegt zum Training. Und die Amateure der Leichtathletikabteilung haben sich da drüber gequält. Er ist dann mit Stollenschuhen, mit 3 Meter Anlauf, kurz drüber gejumpt. Und so war er als Fußballer. Der hat eigentlich gar nicht trainiert, aber der war einfach immer genial. Also mit seiner Lockerheit, mit seiner Ruhe hat er ja so viel wettgemacht, also so viel gut gemacht. Also muss ich sagen, war top. Und darum auch auf der Seite, weil der ist so laufstark, der kann auf der Seite laufen. Mein Freund Atuba, der Mann, der selber nicht weiß, was er macht, aber genialer Fußballer, hat manchen einen Herzstillstand beigebracht, aber oder dafür gesorgt, dass sie einen Herzstillstand bekommen und einen Herzkasper bekommen haben. Gut, hat noch ein paar weniger schöne Anekdoten gehabt, dass er ab und zu mal den Mittelfinger gezeigt hat, aber das Hamburger Publikum wird es ihm verziehen haben. Er war für mich irgendwie ein genialer Fußballer und deshalb ist er da bei mir auch mit dabei. Dann haben wir mal, der beim Pokalfinale den Elfmeter verschossen hat. Ja. Den schreiben wir mal hier auf der 6. Finde ich sensationeller Fußballer, auch im Defensivbereich. Immer mannschaftsdienlich. Gute Persönlichkeit. Deshalb bei mir da. Dann nehme ich mal einen, mit dem ich nicht zusammengespielt habe, aber den ich einfach genial finde. Das ist Iniesta. Der spielt bei mir auch im Defensiven, obwohl die alle sehr offensiv ausgerichtet sind. Dann haben wir davor Pizarro. Andy Herzog. Und ich kürze mal ab hier. Ja, dann machen wir es so. Van der Vaart. Ja, Andy zu seiner besten Zeit, wo er nach Bremen gekommen ist, 92. Von 0 auf 100. Hat eigentlich Bremen. Ja, schon maßgeblichen Anteil, dass sie da Meister geworden sind, viele Pokale eingefahren haben. Er ist so ein Spieler, der vielleicht nicht dieses, ja, wie soll ich mal, Ästhetische hat, aber unwahrscheinlich viel Dynamik drin, guten Torschuss, guten Abschluss, kann andere Leute in Szene setzen und dann hat er mit Pizarro und Van der Vaart Leute, die torgefährlich sind, die fußballerisch stark sind. Und vorne spielt alleine Windenrufer, alleine schon wegen seiner Elfmeter. Ein absolutes Muss.
Ich fand es seine Art als Menschen überragend. Der Mann wurde öfters unterschätzt, aber für die Bremer Mannschaft damals eminent wichtig und ist, glaube ich, einer der besten Kopfballspieler, die ich jemals gesehen habe.